Willkommen, Benjamin. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auch. Und willkommen, Knut. Ich freue mich auch. Ist hier so interessant und spannend. Ich muss ein bisschen gucken. Cooler Typ. Knut, der dich noch nicht kennt aus dem Programm von Benjamin, drei Sätze zu dir. Was bist du für ein Typ? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Warte, ich schrank schnell. Wie alt bin ich? 4 Wochen? Ich bin vier Sachen? Na, so in der Art. Und ich heiße Knut. Und ich komme da raus. Ja. Ich wohne da drin. Das ist hier. Du wohnst in der Tonne? Ist das eine Wäsche? Nee, ich wohne im Untergrund. Und was ist eine Wäschetonne? Ist für Unterwäsche. Benjamin, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind, dass Sie den Knut auch mitgebracht haben. Ja. Man guckt immer so hin, man guckt gar nicht mehr auf Sie. Automatisch. Er findet das auch gut. Also er zieht die Blicke auch an sich. Will er auch haben, so ein bisschen. Ja, ich denke auch, dass die alle nicht stalken. Die ganzen Kameras, die folgen mir alle die ganze Zeit schon. Ja. Ich frage trotzdem noch mal den Benjamin eine Frage. Fragen Sie ruhig. Die Spielfreude merkt man Ihnen im Programm an, ganz klar. Aber auch, das habe ich schon gehört, dass Sie auch im Alltag quasi gar nicht loslassen können. Dass Sie auch gerne, wenn Sie unterwegs sind, so in ganz normalen Situationen, überall. Immer auch mal, weil die, das Bauchredner sein, so ein bisschen rausholen. Überall. Also man kann es überall auch machen. Wenn du eine schwangere Frau siehst, bleibe ich einfach stehen, wenn die an mir vorbeigeht. Hey Mutti, lass nicht raus. Also man kann es wirklich überall einsetzen. Was gibt es denn für Reaktionen? Die Leute verwirrt? Sind sie... Gucken Sie sich um oder was machen? Die Leute gucken sich um. Man weiß ja nicht, woher es kommt. Ja. Du kannst ja auch im Fahrstuhl stehen. Ja, im Fahrstuhl ist ganz witzig. Hören Sie zu. Er hört eh zu. Ja, genau. Im Fahrstuhl, wenn der voll ist, irgendwo kommt die Stimme raus. Einer ist hier zu dick. Also das geht schon. Man kann das schon machen. Und es gucken sich alle um. Aber man muss natürlich auch genauso überrascht mittun. Ja. Ansonsten fällt es auf. Genau, sonst fällt es auf. Okay. Hören Sie ganz genau zu. Sie können hier was lernen. Ich lerne. Ich bin begeistert schon. Und Uwe. Uwe. Ja. Knut Uwe. Knut. Uwe sind zwei nordische Lichter. Nordlichter. Das ist gut. Ja. Uwe Seeler und Knut. Uwe Seeler und Knut gut. Wenn das dein Zuhause ist, deine Tonne, da muss ja irgendwas auch sein. Hast du irgendwas zum Spielen? Ist alles durcheinander hier. Hier gehört noch klar Schiss gemacht. Ist alles durcheinander. Zeig mal. Das heißt zum Stielen. Ich hatte hier. Guck mal, wenn ich klar Schiss mache, hatte ich hier noch eine Bürste. Nee, ist das der Putzbürste? Oder? Die Saunabürste. Ja, ein bisschen auf den Rücken. Okay. Das braucht man alles nicht. Ich habe als Kind damit immer Mikrofon gespielt. Also warte, das kann ich auch. Meine Damen und Herren, guten Tag. Heute herzlich willkommen zu den Nachrichten. Hör auf jetzt, okay. Ich hatte alles Nötige drin. Das ist auch. Was noch? Das ist ein Stressball. Okay, hast du viel Stress? Ja. Ich dachte, das ist ein nordischer Typ, bist du ganz ruhig. Ja, das Ding muss hier immer so. Ich hab immer Stress. Nee. Okay. Hat der Arzt gesagt, soll ich machen? Ist gut für meinen Blutdruck. Okay. Nee. Ja, dann machen wir ein bisschen weiter, dass du uns hier nicht umkippst. Du hast gar keinen Blutdruck. Sehen Sie, immer Stress, immer, das trägt nicht so aus. Heute lassen Sie die Puppen anfertigen, also sind richtig teure Spezialanfertigungen auch für Sie. Gibt es da so ein bisschen auch Eifersüchteleien zwischen Ihren Helden und Heldinnen? Das müssen Sie Puppen selber fragen. Du kannst nicht auch selber fragen. Ich stehe die ganze Zeit, du redest nur mit ihm. Du hast da so ein bisschen Konkurrenz im Team. Ja, du kannst nicht hier, ich guck dir in die Augen. Wie ist aus? Hast du einen Liebling unter deinen Kollegen oder magst du die alle nicht? Ja, den neuen Liebling, den ich. Nee, und dann ich. Ja. Und dann hatte ich noch mein Liebling da. Warte. Ah ja, das ist mein Liebling hier. Kennst du King Kong? Ja. Und dieser ist Rau. Ja. Oh, das ist mein Liebling hier. Okay. Wie heißt die noch? Miss Schweinchen. Nee, die heißt nicht Miss Schweinchen. Ja. Das ist mein Liebling. Jetzt wissen wir, mit wem Knut auch übernachtet nachts so. Am 1. Januar gibt es eine große Neujahrsshow in den Wühlmäusen in Berlin. Ist der alte Sack dabei? Der alte Sack ist dabei. Ich auch. Knut auch? Natürlich. Der stalkt dich. Der stalkt dich. Ja, wissen Sie das denn, den 1.1.? Das heißt, steht überall. So. Der 1.1. sind wir in den Wühlmäusen. Ja. Wir starten das neue Jahr mit Ernsthaftigkeit. Ja. Aber das heißt, wenn ihr am 1. Januar so richtig hart auf der Bühne arbeiten müsst, dann ist da nichts mit Großfeiern und Trinken und so, oder? Nee, ich trinke eh nicht. Nee, hatte ich längst aufgegeben. Längst auf. Ich trinke gar nicht. Das Wasser trinke ich auch nicht. Nee, ich noch das gar nicht mehr. Essen. Ja. Essen sind nicht gut. Ja. Was isst du? Bananen, oder? Das ist ein Klischee, Jungchen. Ich esse Milchreis mit Frutti di Nare. Okay. Auch zum Weihnachtsfest, das ist meine Frage noch, Benjamin, wenn Sie jetzt mit all den Puppen auch leben, und die nehmen Sie manchmal auch in den Alltag mit, wenn Sie irgendwo einen Arzttermin haben? Überall.
Ja. Also Knut zum Beispiel, wenn ich den mitnehme, wenn ich beim Arzttermin einfach warte und der ist da und bürstet sich so die Haare. Ja. Genau, das ist dann der Haarbürst. Also eigentlich ist das die Bürste für Leute mit seiner Frisur. Aber wenn ich dann Arzt, dann sitze ich einfach so da und guck. Wie reagieren die Leute, was sagen die? Die gucken mich an, die lachen und die fangen an mit mir zu reden, was ich hätte, ob ich krank wäre. Wissen die nicht, dass ich nur eine Tote bin? Ja. Okay. Gut, dann wünsche ich euch beiden und allen gemeinsam dann auch mit den Puppen wahrscheinlich ein schönes Weihnachtsfest. Viel Spaß beim Milchreis. Ja, die auch. Sie dürfen gern Gänsebraten oder ich Gänsebraten, er Milchreis, Putte die Mare. Okay. Nee. Ja, die auch. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns in den Südenhäusern. Vielleicht kommst du vorbei. Am 1. Januar. 1. Januar kommst du vorbei. Okay. Ich kenne den Chef. Okay, gut. Okay. Tschüss, Knut. Tschüss. Tschüss, Benjamin. Danke. Haut rein. Haut rein. Haut rein.